Dickse zu, dann habe sie Ruhe. Es gibt ganz viele Musical-Darsteller, also mehrere tausend sicherlich in Deutschland, aber es gibt nicht so viele, die eine eigene Marke aus sich gemacht haben, die wirklich sagen, ich bin Marc Seibert, der zum Beispiel hier, der bei uns ist, im Haus der Musik hier in Wien. Du spielst ja ein paar Meter weiter, gerade den Grafen Krolock. Im Raunacher Theater, genau. Ganz genau, und hast jetzt ein paar Minuten hier Zeit, um uns Frage und Antwort zu stehen. Und, ja. Und eine eigene Marke aus sich zu machen, ist ja sehr, sehr schwierig. Was qualifiziert dich denn eigentlich dafür? Warum gerade du? Oh. ich habe jetzt am Anfang gedacht, dass das ich Marke, auch nicht, was ich was das Marke, genau, dass das Marke auf ja. Mark bezogen war. Ah, auch. Aber das ist noch viel besser, ja. Natürlich, was auch bezogen ist. Du, ehrlich gesagt, man denkt da gar nicht wirklich groß drüber nach, ob man jetzt eine eigene Marke irgendwie etabliert oder sonst was. Ich stehe halt als Darsteller für etwas, für das ich stehe. Ich probiere meinen Job bestmöglich zu machen. Ja, und dass man dann zwangsläufig irgendwo seinen Stempel irgendwo in dieses Business reinhaut, ich glaube, das ist automatisch so der Fall. Aber es gibt ja viele, die dann auch ihren Stempel haben, aber eben nicht so bekannt werden. Wie hast du die Bekanntheit hinbekommen? Auch das ist jetzt gar keine große Strategie gewesen, sondern ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich in den letzten, ja, mittlerweile sind es doch 12, 13 Jahre, sehr viel gespielt habe, sehr viel gearbeitet habe und dadurch auch unzählige Shows gespielt habe, und dann wird man viel gesehen und so wird man bekannt. Also es war jetzt nicht so, du hast ja auch BWL studiert und sogar fertig. Oder ist immer sehr stolz auf Menschen, die BWL studiert haben. Ich habe gar nicht studiert, auch BWL studiert. Ja, BWL studiert, ja. Hast du vom BWL-Studium vielleicht irgendwas mitbekommen, wo du jetzt sagst, ich kann mich besser als Businessman präsentieren als andere Musical-Darsteller, ich bin da mehr drin, oder... Also ich glaube, wie fast alle Studiengänge, wirst du mir vielleicht bestätigen oder widersprechen, je nachdem. Man nimmt nicht so viel aus dem Studium mit. Man beschäftigt sich mal mit einem Sachverhalt, mit einem Thema, und dann im Endeffekt macht man doch, glaube ich, auch im Geschäftsleben macht man viele Dinge einfach aus dem Bauch heraus. Und genau so habe ich eigentlich auch meine Karriere, meine Laufbahn geplant, dass ich ganz viel aus dem Bauch heraus, egal ob es meine Facebook-Seite ist oder ob es die Wahl des Engagements ist, oder das habe ich viel aus dem Bauch heraus gemacht. Und da ist zwangsläufig wahrscheinlich irgendwo so ein gewisser roter Faden entstanden, aber es war jetzt nicht ein Businessplan mit einer lückenlosen Strategie, den ich verfolge. Nein, so arbeite ich nicht. Aber als du dich dann entschieden hast, Musical-Darsteller zu werden und die Ausbildung hier auch in Wien gemacht hast, da ist es ja so, das ist ja wirklich schon, also learning by doing. Also es ist ja quasi nicht so, dass man nur so ein bisschen was rausnimmt, wie bei BWL oder so, sondern da ist ja wirklich, man fechtet, man steppt, man tanzt, man singt. Also es ist ja quasi alles, was man beigebracht bekommt, braucht man irgendwann wieder auf der Bühne. Ja, mehr oder weniger, und trotzdem hat man dann so seine Schwerpunkte irgendwann. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich engagiert werde wegen meinen unfassbar guten Steppkenntnissen. Die das selbstverständlich unfassbar gut sind. Schade, ich hätte meine Steppschuhe von David Boyd wieder dabei. Fällt leider raus heute. Ach ja, richtig. Ja. Ich hab neulich einen Crashkurs gehabt. Ja, richtig, genau. Aber leider nee, nicht. Also deswegen glaube ich, werde ich nicht engagiert, aber wenn ich deswegen nicht unbedingt aussortiert werde, wenn ich mal ein bisschen mich von rechts nach links bewegen muss, dann reicht das, glaube ich, schon. Meine Schwerpunkte liegen da woanders, und das ist in jedem Studium so. Beim BWL irgendwann sagt man halt eben, wenn ich halt eben mich auf Marketing spezialisiere, dann lasse ich halt die Buchhaltung ein bisschen weg oder wie auch immer. Ne? Aber du hast ja zumindest den Arsch in der Hose gehabt, um das auch fertig zu machen. Du hast ja unterbrochen, das Studium. Genau. Und hast dann erst die Musical-Ausbildung gemacht, hast dann fertig gemacht. Warum hast du an dem Punkt gesagt, ja, ich habe eine Musical-Ausbildung, aber ich möchte nochmal den Abschluss aber haben? Aber nicht Mutti, oder? Die gesagt nein, hat, mach was Vernünftiges. Nein, um Gottes Willen. Nein. Meine Eltern waren, glaube ich, mit der Entscheidung, dass ich irgendwann gesagt habe, ich gehe in die Kunst oder ich mache Musical-Ausbildung, waren meine Eltern, glaube ich, viel glücklicher als mit dem BWL, weil sie am Anfang, glaube ich, gesagt haben, also ob ihm das nicht ein bisschen zu trocken wird, und sie haben wie immer natürlich recht behalten. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren in dem Job habe ich mir gedacht, nee, ich kann das schon noch fertig studieren, weil es ein guter Ausgleich war. Also ich erinnere mich, das war gerade so die Zeit, wo ich dann in Berlin war, und da habe ich dann, wie gesagt, den ganzen Tag irgendwie im Theater zu tun gehabt, und mich dann irgendwie doch ein paar Stunden mal hinzusetzen und den Kopf zu benutzen auf eine ganz andere Art und Weise, am Schreibtisch und so. So Schreibtischarbeit hat man bei uns in der Branche dann weniger. Es sei denn, man fängt dann irgendwann an, so wie ich, ganz viele Konzerte zu machen und so. Dann ist man wieder viel am Schreibtisch. Dann sitzt man wieder am Schreibtisch. Genau. Kannst du dich noch daran erinnern, du hast gesagt, deine Eltern fanden es total toll, dass du Musical machst, als die dich bei deinem ersten Premierenabend besucht haben. Weißt du noch?
wo das war, oder welche Show das war. Ja, das ist ja so ein schleichender Prozess. Ne? Man fängt ja erstmal an mit der Ausbildung und dann hat man da so kleine Showcases und so. Dann kommen die Eltern schon und dann ist es aber noch ganz klein, im Kleinen gehalten. Und dann irgendwann wird es dann größer. Dann war es eine Sommerproduktion. Dann war ich in Bregenz, war ich dann auf der Seebühne. Das war dann gleich Riesendimension, aber da war ich eben im Ensemble bei West Side Story damals. Und dann irgendwann kommt so die erste kleinere Rolle und dann kommt eine größere Rolle und so. Also Wicked. Dann kommt Wicked, genau. Also insofern, ich glaube, ich kann mich jetzt gar nicht mehr an diesen einen Abend erinnern, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es für meine Familie insgesamt, ist es schon eine Art von Bereicherung, weil ich und meine Brüder, wir machen ganz unterschiedliche Sachen beruflich. Und ich glaube, das ist für meine Eltern ganz schön, weil man kann in unserem Job einfach so schön andere daran teilhaben lassen. Mhm. Ich kann nicht zu meinem Bruder in OP gehen und sagen, Mensch, zeig doch mal, was für ein toller Chirurg du bist. Ja, ich mach mal mit. Ich mach mal mit. Oh, lass mich mal. Genau. Aber bei meiner Familie, die kann eben zu meinen Premieren und Konzerten und alles, können sie halt mitkommen und können sehen, was ich da so tue, womit ich so mein Geld verdiene. Du verdienst ja also nicht nur an 5 Tagen die Woche dein Geld, sondern ich habe mal in deinen Terminkalender geschaut. Das sieht aus wie der Terminkalender von einem Workaholic. Würdest du dich als den bezeichnen? Weil du hast ja kaum freie Termine. Außer wenn wir jetzt zu Tanz der Vampire morgen gehen. Ja, ja. Da hast du einen. Ja, tatsächlich frei, ja. Aber ja, ich arbeite recht viel, das stimmt. Das liegt zum einen daran, dass ich die Chance habe. Das ist ein großes Privileg. Und dessen bin ich mir schon sehr bewusst. Es gibt viele, viele Kollegen, und die sind nicht schlechter als ich. Die haben gar nicht die Chance, so viel auf der Bühne zu stehen. Und insofern möchte ich das auch ganz gern nutzen, dieses Privileg. Auf der anderen Seite macht es mir einfach auch Spaß und ich bin vom Typ her, glaube ich, einfach so einer, dem einfach die Ideen auch nie ausgehen. Mhm. Also ich könnte noch viel mehr, wenn ich noch mal 7 Tage in einer Woche mehr hätte, würde ich die wahrscheinlich auch noch irgendwie verballern. Weil mir einfach immer wieder Sachen einfallen, wo ich sage, das würde ich mal machen und das würde ich gerne mal machen und so ein Konzert und so weiter und so fort. Und solange man ein bisschen auf sich achtet und trotzdem irgendwie so ein bisschen seinen Ausgleich hat, ich gebe zu, manchmal bin ich auch am Limit, wo ich mir denke, um Gottes Willen, ich schaff das nicht mehr. In der Planung wirkt das alles immer so ein bisschen einfacher und dann bei der Umsetzung muss man ein bisschen drauf schauen. Aber das lernt man schon irgendwie auch. Ein bisschen auf sich achten ist ja schön gesagt. Ich meine, du gehst regelmäßig ins Fitnessstudio. Bei Mozart durften wir dich schon oberkörperfrei sehen. Und viele andere von euch schade, läuft gerade nicht mehr. Aber in Belgien, glaube ich, irgendwo. Ja. Mit Stefan Gelder, Grüße. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ausgleich. Aber schön. Ja, genau. Ich meine, dann schaffst du es auch noch ins Fitnessstudio zu gehen und dann auch noch das Ganze drum. Hast du auch noch mal Luft zum Atmen? Also, wo du sagst... Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das Fitnessstudio ist für mich so eine Kombination aus, schon auch für den Job, um auch die Fitness zu haben. Das würde aber auch theoretisch reichen, wenn ich 2-3 Mal die Woche was machen würde, müssten jetzt nicht 5 Mal die Woche sein. Oh, es gibt Fans, die sehen das anders. Nein, also insofern, das ist natürlich schon, aber es ist für mich auch tatsächlich ein bisschen Ausgleich, okay. Das gebe ich schon zu. Und ich glaube, jeder, der irgendwo Sport zu einem Teil von seiner Freizeit gemacht hat, der wird das kennen, wenn man irgendwie regelmäßig ein Jogger ist oder Schwimmer oder wie auch immer, dann fehlt einem was nach 3-4 Tagen. Und so ist es bei mir eigentlich auch. Insofern ist es jetzt nicht nur, ich arbeite wieder hart an mir, sondern es ist auch ein bisschen Ausgleich, ein bisschen loslassen, Gedanken sammeln, mal eine Stunde ohne viele Interaktionen mal für sich zu haben, einfach mal stumpf an Geräten ist und dann stehen auch wieder viele Ideen oder laufen gehen oder sonst was. Das ist eine Kombination. Es ist ein Ausgleich, der mir auch noch ein bisschen was bringt. Du hast mir vorhin, bevor wir dieses Interview gestartet haben, schon gesagt, dass du schon ein paar unserer Interviews gesehen hast. Ja. Dann weißt du ja, dass wir mit jedem der Darsteller auch ein kleines Spielchen machen. Okay. So, ich hab bitte jeder einmal auspacken. Das sind die Original. Ich meine, du hast es bei dir ja vor der Haustür quasi. Also deine sind wahrscheinlich groß. Etwas besser. Nee, sind genau die. Ja, ist okay. Na, dann funktioniert das Spiel leider nicht. Dann bist du ein Profi drin. Okay. Gibt es übrigens für 95 Cent kostet so ein Ding noch. Oh ja, okay. Ja, ich habe sie extra verpackt gelassen. Ich glaube, dann waren unsere doch ein kleines bisschen. Ja. Wie viele verschiedene Gebisse hast du bei der Show? 3, also 2 sind aber nur für den Notfall. Also Okay. Kann mal kaputt gehen oder wie auch immer. Also ich benutze eigentlich nur 1 im besten Fall. Aber ich habe noch 2 in der Schublade liegen. Aber du trägst es nonstop auf der Bühne? Nein, es ist ganz klar festgelegt, in welchen Szenen es drin ist und welcher nicht. Der Graf hat manchmal gar kein Gebiss drin. Siehst du? Und ihr, das ist euch noch nie aufgefallen, natürlich oder? Ist mir das aufgefallen. Unschildbare Gier. Ihm nicht. Oder? Ja, ich habe auch 1,5 Dioptrien, da sehe ich nicht alles. So, wir möchten etwas verbinden. Und zwar
Ich habe das noch nie probiert. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das schon mal anatomisch aufgefallen ist, dass die oben immer 5 Zähne haben, aber das eigentlich anatomisch eigentlich, ach egal. Aber so, unten? Ist das oben und unten? Ach, stimmt, ja, das ich, sehr interessant. Ich weiß jetzt, du bist der Vampir-Fachkenner, ist es so rum oder so rum? Wie ist es denn in Form so Roller? Haben die so einen Überbiss? Ja, so muss es sein. Die oberen müssen außen sein. Okay, ah, okay. Dann. Also nicht die Inge Meisel-Edition. Okay. Ja, genau. Schauen wir mal, wie wir spielen. Ich erkläre das Spiel noch, bevor wir das reintun, sonst wird es ein bisschen schwierig. Du kommst ja, gebürtig bist du in Frankfurt. Das heißt, du bist Hesse? Ja, aber ich kann kein Hesse. Ach, das ist jetzt doof. Na ja, gut, wir versuchen es trotzdem. Jetzt wirst du hessisch lernen. Okay. Wir auch. Also wir haben hier Kinnerfersche. Fersche. Du bist das hier, Adrian ist das und ich bin das sozusagen. Okay. Ist auch nicht lang. Das ist nur eine Seite. Und wir versuchen das, wer es am besten dann mit diesen Vampirzähnen, dieses hessische Kinnerfersche, das klingt jetzt schon lustig, gesprochen also Martin, der hat gewonnen. Getrunken. Wo kommt ihr übrigens her? Ihr seid? Ich komme aus Stuttgart, ich bin Schwabe. Und du bist ich komme aus Heidelberg. Heidelberg. Wir wohnen in Nürnberg. Okay, also okay. Aha. Ja. Es geht so rum. Okay. Mir reicht nicht einfach rum. Ja. Guten Appetit, nichts verdrevelt und nichts verschütt. Das finde ich jetzt genau. Nicht. Genau. Die Linse. Wo sind sie? Im Dippe ist der Hilfe. Verstehst du eigentlich irgendwas, was wir sagen? Dippe ist top. Okay. Dickse zu, dann hause Ruhe. Ja, man merkt, dass du mit solchen Zähnen schon umgehen kannst. Ja. Wer trotzt an die Schüssel, der schart sich am Rüssel. Das heißt irgendwas mit Kopf. Oh, das ist jetzt lange. Wer trotzt mit der Gabel? Gabel, das ist die Gabel. Der schatzt sich am Schnall. Schnabel ist der. Ja. Meine Mutter backt Kreffel. Kreffel sind Verschachtskügel, oder? Genau, ja. Sie backt sie so hart. Ja? Voll einfach. Ja. Sie legt sie in Schränke und gibt nichts mehr. Aber man muss den Mund zulassen, wenn du anfängst aufzumachen. Sie legt sie in Schränke und gibt mir nichts ab. Wenn Sauerkraut riechend. Was? Und Rinsch. Was ist denn da? Rindschneid. Weißt du, was das ist? Keine Ahnung. Der war ja nicht so lange in Hesse. Dann bitte ich der Herrgott, dass das Wetter so bleibt. Wir blenden die Untertitel. Eines darf der Adrian machen. Wunderschön. Ja. Und diese Szene gibt es jetzt zu gewinnen. Signiert einmal auf jeden Fall. So, die packen wir wieder ein, die kann man wieder verkaufen. Die kann man nur noch. Die hast du nachher noch. Und warum haben wir das jetzt gemacht eigentlich? Ja. Einfach aus Spaß an der Freit. Ich dachte, wir verbinden das Hessische mit dem Tanz der Vampire. Mhm. Und ich höre gerade aus der Regie, Marc Seibert hat es am besten gemacht. Man hat dich am besten verstanden. Deswegen ein kleiner Gruß da, wo wir momentan herkommen. Oh, original Nürnberger die, Lebkuche. Die Liebe. Lebkuche. Hat sich doch schon gelohnt, wieder in die hessische Heimat. Gott sei Dank. Aber warum hast du denn keinen Dialekt gelernt? Haben deine Eltern nie? Nee, weil meine Eltern ja auch keine Hessen sind. Wir sind ja zugezogen. Ich sag jetzt nicht woher, aber. Du bist aus der Uckermark, oder wie? Nee. Woher? Ein Schlimmer. Berlin. Aus dem Saarland. Das ist definitiv am schlimmsten. Das ist definitiv schlimmer. Ach, ihr wart die zwei. Ja, also genau. Wobei, der Andreas Gergen ist auch Saarländer, aber ich bin ja kein Saarländer. Ich bin schon in Frankfurt geboren. Okay, also du bist schon raus. Ich bin schon raus, aber mein Blut ist immer noch saarländisch. Das darf man eigentlich nicht laut sagen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt das Gebiss nicht ruiniert, weil es klemmt schon ein bisschen in den Zähnen. Man spürt es noch, das Gebiss irgendwie. Nicht, dass du heute Abend nicht sehen kannst. Nein, oder ist es bei dir? Nein. Aber wir haben auch noch so ein paar Fragen von euch aus der Community, als wir gesagt haben, wir treffen dich. Da ist Facebook explodiert, glaube ich, kurz. Instagram wäre auch fast explodiert. Wir konnten dich leider nicht verlinken, weil du hast ja noch kein Instagram. Das ist nämlich auch eine Frage von Instagram. Okay, ja, wann wirst du es endlich wagen, auf Instagram sein, zu gehen? Es muss sein. Ich habe ja neulich irgendwie... Es muss nicht. Aber ich habe neulich gehört. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch keine 24 mehr. Ich habe gehört, Facebook ist doch was für alte Leute. Das hat mich schon ein bisschen getroffen. Wir gehören noch zu den Alten. Ja. Aber so langsam hört es dann auf, glaube ich. Ja. Sobald, bei Snapchat musst du, glaube ich, noch nicht anfangen. Nein. Also ich weiß, es ist auf meiner To-Do-Liste. Und ich glaube jetzt in der Weihnachtszeit werde ich es noch nicht schaffen, aber ich glaube im neuen, ich nehme es mir vor, am 31.12. für 2018. Ihr könnt ihn festnageln. Es wird irgendwann auch einen Instagram-Account geben und dann werde ich alle anderen eliminieren lassen. Weil was es da für Marc Seibert Instagram-Accounts gibt, das ist erschreckend. Also es gibt noch keinen, es gibt bald einen. Genau. Ja. Und eine Frage wurde uns auch gestellt von Isa Barth, wo ich auch noch nicht genau weiß, was das genau ist, aber ihr werdet es vielleicht besser wissen da draußen. Es gibt Fanfictions über dich. Oh. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das ist, aber ich denke, jemand schreibt Geschichten über dich, so oder mit dir oder ja, überhaupt alle möglichen Darsteller. Ja. Okay. Und ich hab liest du sowas? Also was wie Telenovela, aber im Internet oder wie? Richtig. Ah, okay. Aber unzensiert.
Habe ich mir sagen lassen. Also da geht es wohl zur Sache. Also richtig so. Da geht es anscheinend richtig zur Sache. Ich habe es auch nie gelesen. Ich habe nur immer wieder mal gehört. Geschichten, die eben erzählt wurden. Also unter Musical-Darstellern geht es dann zur Sache oder mit den Fans zur Sache oder... Ich glaube, da, auch da gibt es... Alles keine Frage. Keine Frage. Wir müssen jetzt kurz abbrechen. Keine Tabus. Ich glaube, alle die Inspirationen, die dann viele Fans sich in den Shows holen, werden dann im dritten, vierten, fünften Akt zu Hause verarbeitet. Und wie gesagt, Tabus gibt es keine, habe ich mir sagen lassen. Ich habe schon gehört, dass es so Tanz der Vampire so Nebengeschichten noch irgendwie so gibt oder sowas. Auch. Interessant. Und eine Frage, die... Also wir müssen jetzt mal weiterkommen, weil sonst ist das mit diesem... Also ich glaube, da kommen wir zu nichts mehr. Eine Frage, die, glaube ich, 100-mal gestellt wurde und die, glaube ich, bei jedem Musical-Darsteller gefragt wird, ist... Bin gespannt. Was ist deine Panne, an die du dich erinnerst? Also ich glaube, hast du sowas Vorgefertigtes, wenn man dich das fragt? Oder eine vorgefertigte immer, Panne oder wie? Nein, also weil du das bestimmt häufiger gefragt wirst. Oder ja, denkst das du wird dann man, immer so? Nee, man wird tatsächlich das oft gefragt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite zum Glück, habe ich da jetzt nicht wirklich so eine richtig wahnsinnig geile Story auf Lager. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ich habe irgendwann, glaube ich, nach der 250. oder 300. Show Elisabeth irgendwann der letzte Tanz, da habe ich den Text völlig... Der war völlig weg, er war völlig weg. Ich habe einfach geschwiegen, habe dem Orchester zugehört. Wahrscheinlich haben meine, das Ensemble hat wahrscheinlich gedacht, ist der überhaupt noch auf der Bühne? Was, warum kommt da nichts mehr? Aber, und dann habe ich irgendwann einfach, als ich wieder gedacht habe, oh, ich glaube, da bin ich, ja, dann habe ich wieder eingesetzt. Aber ansonsten... Du hast tief in die Augen von Roberta geschaut. Bei Barbarella, Barbarella auch ein dunkles Kapitel in meiner Karriere. Lief hier in Wien, glaube ich, oder? Lief hier in Wien, ja, war mein erster Job bei den Vereinigten Bühnen Wien. Insofern bin ich dankbar, aber es war jetzt nicht unbedingt der größte Erfolg. Ich glaube, das kann man jetzt nach ein paar Jahren Abstand... Mittel. Ja, genau. Es gibt diverse deutsche Theater, die es heute noch zeigen. Genau. Da wurde ich mal von einem Vorhang erschlagen, aber das war jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Du hast es überlebt. Ich habe es überlebt. Dann ist es nicht sehr spektakulär. Nein, ist nicht sehr spektakulär. Dann zählt es nicht. Aber nicht so Phantom der Oper-Vorhang, wo dieser Vorhang runterkracht und dann ist einer tot. Nee, das war nicht ganz so dramatisch. Aber irgendwie, auf einmal, ich glaube, da hat irgendwie einer zu früh den Cue gegeben. Oder ich bin zu spät nach vorne gegangen, auf jeden Fall, ich bin gegangen, auf einmal werde ich von so einem Ding. Aber nee, ansonsten war es relativ unspektakulär, aber es kann ja noch viel kommen. Ich habe heute Abend wieder Vorstellungen, mal gucken. Vielleicht habe ich beim nächsten Interview schon ein ganz anderes Story auf Lager. Und Marcel Philipp hat gehört, dass Disney am Herkules-Musical arbeitet und findet dich einen begnadeten Herkules dafür. Würdest du dich da selbst ins Gespräch für bringen, oder... Also ich glaube mal, bis das hier rüber schwappt und bis das überhaupt dort am Broadway war und sowas, kann ich wahrscheinlich den Papa von Herkules dann vielleicht spielen. Also insofern, ich beschäftige mich damit ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel. Okay, aber womit du dich sicherlich viel beschäftigt hast, du hast ja hier in Wien studiert, du machst hier super viel in Wien. Warum gerade Wien? Bist du hier einfach so gelandet oder hast du eine spezielle Beziehung zu Wien? Das haben auch ganz viele gefragt. Nein, tatsächlich ist es ja oftmals so, das ist ja in anderen Branchen auch so, dort wo man studiert, da hat man dann einfach irgendwo so die ersten Jahre, wo man so mit seinem Beruf zum ersten Mal in Verbindung kommt und so. Ich habe Freunde hier in Wien fürs Leben auch gefunden, wie man immer so schön sagt. Ich mag die Stadt auch. Mir ist es manchmal, ich gebe es zu, mir ist es manchmal ein bisschen zu weit abseits. Wenn ich jetzt Wien in Salzburg lege, wäre es dann wäre München, Stuttgart. Also man muss erstmal irgendwie von Wien über ganz, ganz viel drüber fliegen, um dorthin zu kommen, wo ich sonst noch arbeite. Also irgendwo an der deutschen Grenze wäre es mir ehrlich gesagt lieber, aber man kann es jetzt nicht verschieben, so ist es. Ansonsten ist Wien schön zum Arbeiten, zum Leben, aber vor allem steht auch im Mittelpunkt einfach auch die Arbeit. Ich muss sagen, ich fühle mich auch bei den Vereinigten Bühnen Wien, wo ich immer wieder gearbeitet habe in den letzten Jahren, fühle ich mich auch sehr wohl. Es sind kleine Sachen, dass wir zum Beispiel keine 8 Shows haben und so, die nimmt man dann ganz nett, gerne mit. Oder? Ja, genau. Und es ist insgesamt hier auch eine angenehme Wertschätzung, was unseren Beruf betrifft. Also wenn man hier irgendwie auf der Bühne steht und als Musical-Darsteller arbeitet, merkt man schon, in Wien öffnen sich manchmal irgendwo ein paar Türen. In Berlin wurde ich dann schon des Öfteren, auch mal, das ist gar nicht so lange her, gefragt, ja, beim Theater, ja, aber verdienen Sie da regelmäßig und machen Sie das hauptberuflich, singen? Wirklich? Das ist dann ein bisschen schwierig, wo man denkt, ich glaube, ich gehe wieder nach Wien. Es kam neulich eine Studie raus, dass die Wiener, ich glaube, die zweitunfreundlichste Stadt Europas. Nach Paris. Nach Paris gekürt. Gut, Paris verstehe ich noch. Ja. Das kannst du nicht unterschreiben, oder? Oh, jetzt muss ich aufpassen, oder? Jetzt mache ich mich unbeliebt bei denen. Die nächste Frage. Nee, aber was man vielleicht beantworten kann, ich bin heute, als wir nach Wien reingefahren bin, man darf in Wien nicht hupen mit dem Auto. Da war Stadtzeichen Wien drunter, Hupe und durchgestrichen. Echt? Ich mache das ständig, wenn mir einer, nervt, mache ich ständig. Ich dachte, wegen den Pferden oder so, keine Ahnung. Nee, kann sein, weiß ich nicht. Und so für die letzte Frage von euch, der Community, ist,
Du bist ja so erfolgreich. Weil war der Erfolg schon ganz früh, so dass du nur einmal bei einer Schule vorspielen musstest? Oder haben sie auch einige Male gesagt, ja, Marc, vielen Dank, dass Sie da waren, wir melden uns bei Ihnen und haben sich nie wieder gemeldet? Nein, also die Aufnahmeprüfungen meinst du für die Schulen. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, ich hatte tatsächlich damals die Möglichkeit, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, nach Hamburg, München oder Wien zu gehen. Ich habe mich dann für Wien entschlossen. Insofern muss ich sagen, hatte ich damals auch schon eine wahnsinnige Portion Schwein und Glück, dass ich irgendwo da wirklich super, einen super Start hatte. Muss aber fairerweise dazu sagen, seit diesem Tag habe ich auch so viele Absagen schon bekommen. Also es ist nicht so, dass das bei mir immer nur alles den Berg rauf geht. Ja, wir kennen es von Roberta, die hat gemeint, sie hat, die Leute sehen immer nur das, was man gespielt hat, aber sie hätte zwei Seiten voll von Rollen, die sie nicht bekommen hat. Das sieht ja niemand. Richtig, absolut. Also es passiert jedes Jahr, dass man irgendwo hingeht und investiert Hoffnung und Fleiß und Arbeit in irgendwas und dann... Es hat leider ein anderer bekommen. Und denkst du dabei, du hast einen Promi-Bonus manchmal? Oder also? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil als Musical-Darsteller ist man... Also ich finde immer so dieses Wort Musical-Star, das widerspricht sich manchmal schon so in sich ein bisschen, weil Stars, wir sind keine wirklichen Stars. Wir werden auf der Straße jetzt ganz, ganz selten mal vielleicht erkannt. Und an der Stage-Door. An der Stage-Door, genau. Aber wir gehen zwei Straßen weiter und dann sind wir wieder, verschwinden wir völlig wieder in der Masse. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil ich finde so dieses keine Privatsphäre mehr haben, das finde ich grausam eigentlich. Aber nein, also ein Promi-Bonus, also, oder beziehungsweise jetzt ein Star-Bonus würde ich jetzt sagen, das glaube ich nicht, weil auf dem Level, auf dem ich mich dann quasi bewege, da sind meine Konkurrenten, die stehen dem in nichts nach. Also ja, also wenn ich jetzt zum Vorsingen gehe und dann steht da ein Matthias Edenborn und steht ein Drew Sarich und ein Mark Seibert und ein Jan Ammann und wie sie alle heißen. Die können heißen, ja auch was. Die können ja auch was. Also das ist dann, da geht es dann auch nicht mehr darum, dass man sagt, ja, aber der eine hat einen größeren Namen als der andere. Nein, da sind wir alle dann irgendwo auf einem Level und dann geht es um Typensache und... Auf jeden Fall wissen wir, dass du so einen großen Namen hast, aber auch bei Facebook so viele Follower, dass ganz viele heute Abend, auch wenn du wieder Tanz der Vampire hier spielst, als der ganz böse, ist er nicht? Ist er eigentlich böse, der Graf Krolok? So ein bisschen. Ja, naja, ist ja, also ja. böse, ja. Naja, er muss halt, ne? Ja, er muss halt, die unstillbare Gier halt. Also ne? Marc muss heute Abend wieder und viele von euch reisen sicherlich dahin und wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Und eine noch tolle Spielzeit hier in Wien, es werden sicherlich noch ganz viele kommen. Und nächstes Jahr in Fulda. Nächstes Jahr in Fulda, oh, da freue ich mich auch drauf. Ja, kommt, geht ja wieder zurück nach Hessen dann. Genau. Also dann, vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich danke und euch. Schönes Spielen heute Abend Dankeschön. Dann noch. Vielen also Dank. Und ciao. Ciao. Achso, und abonnieren und der ganze Rest. Ja, ihr werdet es wissen. Also, wir sind übrigens auf Instagram. Schon. Im Gegensatz. Ja, ihr seid ja auch jünger als ich. Ein bisschen.